So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bennig. So, heute mal nebenbei mit dem Sascha. Servus. Der spielt aber irgendwas anderes, aber einfach eine gemütliche Quasselrunde und Bennig. Wie ihr seht, ich habe noch nicht wirklich weitergespielt hier. Und ja, gucken wir mal, was man jetzt noch so machen kann. Ja. Wann musst du dann eigentlich auf Arbeit, sag ich? Jetzt zum Schluss. Aber du machst das Spiel ja schon... Das Spiel ist schon 12 Mal Schluss. Hier. Ah ja. Und dann, Scheiße, ich brauche noch einen Farmer. Ich brauche einen Farmer! So. So, jetzt habe ich erstmal noch 3 von den Farmer-Typen gemacht. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Zu manchen Zeiten gehen die einfach nicht dahin und bauen was. Obwohl wir Sommer haben. Ja, ne, sondern wann, wenn du deine andere bestellt hast, dann wächst es ja. Jo, hab ich ja, aber irgendwie interessiert das keinen. Ja, dann musst du es erst einmal. Ich will ja auch hier kein Getreide, ich will hier ja Kürbisse anbauen. Weil Getreide habe ich schon Feld. Kürbisse, diese großen Viereckchen aus Minecraft, ja? Ups. Ne, nicht die aus Minecraft. Achso. So, jetzt, ich habe aus Versehen auf Pause gedrückt. Nee, ja, ich habe schon ein Getreidefeld und ein, was ist das für eine Scheiße? Ach so, Blacksmith. Das wollte ich ja weiterbauen, ne? Solltest du. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich wollte das irgendwie bauen. So Schmied, ich habe 3 Students in der Schule. Also 3, die was lernen. Oh, immerhin was. Und hier ist mal wieder Stillstand. Der deutsche Durchschnitt. Aber hier, der baut ja hier, ich glaube, Pier waren, glaube ich, Birnen, ne? Ja. Irgend sowas. Also, solange der hier mal ein wenig schneller macht. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich brauche nämlich noch ein paar Leute, die bauen. 4 Bilder brauche ich. Toll. Und ich habe keinen. Na, 4 Leute, die bauen. Ach so. Ich muss jetzt erstmal so einen Forester abziehen. Jetzt habe ich. Und gibt es eigentlich schon so wie soll ich sagen, Art Vorgabe, also Quest, Hauptquest oder irgendwas? Nö, es gibt gar keine Quest. Okay. Also du kannst frei einfach anfangen und zocken. Ne, du generierst dir halt so eine Map und kannst halt Zufall und die paar. Du hast jetzt noch nicht so viele Einstellungen, wie das jetzt sein kann. Aber es reicht. Das generiert cool. Sich halt immer zufällig dann. Ne? Ja. Aber ich habe hier nämlich so einen Viehstall gebaut, oder so nenne ich das jetzt mal. Also so eine. Ja, kann man schon sagen, so ein Stall. Unterstand. Aber ich habe noch kein Viehzeug. Das habe ich echt keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Ja, ist das vielleicht wie bei so... Fangen oder was? Ja. Weil du kannst es ja schlecht irgendwo züchten. Ja. Ich weiß halt noch nicht wie, ne? Naja, das steht jetzt halt erstmal da. Da steht's halt gut, wa? So, ganz mein Reden. Aber ich brauche mal noch ein paar neue Einwohner hier, verdammt. Ich glaube, die müssen weniger verhüten, wa? Die müssen mehr rammeln. Übertreib's denn. Naja, das sieht, ich brauche hier Arbeiter. Aber denk dran, du bist der Staat, ne? Da gibt's kein Kindergeld. Nö, bei mir gibt's ja keine. Ich brauche nur Kinder, die arbeiten dürfen, können, müssen. Kinderarbeit. Kinderarbeit, ja. Naja, irgendwie muss man ja seine Stadt, Staat, Dorf, Land, irgendwas aufbauen. Das heißt doch immer, Kinder sind die Zukunft. Ja, genau, ja. Siehst du? Also können die auch mal hier mehr machen. Die verdammten faulen Schweine hier. Die gehen nicht zu dem Feld, ne?
voll die Affen. Ich glaub's ja nicht. So, ich guck mal jetzt. Genau, da kannst du halt die Berufe dann halt einzeln verteilen. Ich habe jetzt halt einen Lehrer, ich brauche auch nur einen. Hm. Ich habe halt schon eine Schule hier gebaut. Ja, also eigentlich baue ich hier gerade eine Schmiede, aber das, dadurch ich so wenig Leute habe, dauert es halt logischerweise länger, ne? Wesentlich. Dann kannst du die gezielt auf die einzelnen Projekte schicken oder machen sie das rein nach Lust und Laune? Nee, nicht. Das weiß ich noch ehrlich gesagt nicht ganz genau. Hm. Du kannst, glaube ich, andere. Also, du hast hier einen kleinen Button, wo du den Bau stoppen kannst. Und also Pause. Ne? Dann wird wahrscheinlich erstmal kein Material mehr da reingeballert. Ansonsten kannst du das ja, sag ich mal, wenn du jetzt zwei Bauleute da brauchst, gehen dann halt zwei dahin. Und du kannst halt noch einstellen, wie viele Leute da an dem Ding bauen sollen. Mhm. Also kann ich das ja runterdrehen und wenn ich jetzt ein anderes Gebäude baue, da dann die Leute rein tun. Also ja, im Endeffekt kannst du das machen. Was halt jetzt Priorität hat, ne? Also vom das Prinzip ist gut. Her schon. Das geht ja, das ist ja wenigstens so das aus. Ja. Ach hier, ein Herdenmann brauche ich. Der halt die Tiere dann in die. Das Ding hier reinführt. Aber vielleicht, wo ich die herbekomme, weiß ich nicht. Da steht 0 von 0, also ich brauche keinen. Achso, da besteht ja Bedarf da. Ja, ja, genau, du hast da hinten halt die Jobs, ne? Mhm. The total number of jobs available in this profession. Also die Jobs, die du halt vergeben kannst. Okay. In denen, wie gesagt, ich könnte jetzt 3 Jäger. Ne? Also beschäftigen mit einer Hütte, sag ich mal. Aber ich habe nur einen. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so eine große Population an Leuten. Irgendwo steht das hier auch. Späten Sommer haben wir jetzt. Also du hast dann hier so kleine Fenster, die kannst du einfach anklicken und dann kannst du die halt auf deinem Bildschirm verschieben. Mhm. Und zum Beispiel die ganzen also allgemeinen Statistiken. Wie was für eine Jahreszeit ist, bei mir ist gerade jetzt ist früher Herbst bei mir gerade. Und dann siehst du halt, wie viele Leute du hast, ne? Zum Beispiel habe ich gerade 10 Erwachsene, 3 Studenten, also Schüler und 4 Kinder. Also ich habe eine sehr kleine Population, wie du siehst, also insgesamt 17 Leute. Und dahinter siehst du dann noch das Wetter, dass es sonnig ist und halt die Temperatur. Aber das sind keine Grad. Weil hier steht 59 Grad. Also wahrscheinlich hier dann, wie war das, die amerikanische Kelvin oder ich weiß nicht genau. Irgend sowas. Und dann hast du halt dann halt noch eine Statistik, wie viel du halt Holz hier rumliegen hast. Und Steine und bla bla bla. Und halt unten drunter noch ein paar Herzen, die stehen halt für die Gesundheit. 5 sind halt voll und ich habe 4,5, also fast voll. Und halt daneben Sterne, wie happy die Leute sind. Da habe ich 5 von 5 Sternen. Ne? Okay. Die Fenster kannst du halt hin und her auf deinen Bildschirm schieben, wie du willst. Oder einfach ausklicken da unten. Oder daneben hast du nochmal wie so ein Log-Fenster, also wie so ein. Weil Log, was dir anzeigt, was passiert ist, nochmal eine Auflistung, was da kommt, immer mal Meldungen, da kannst du die nochmal nachlesen. Zum Beispiel frühen Herbst wurde halt ein Kind geboren namens Alexi und sowas, ist halt Englisch, ne? Und okay. Ja. Oder halt die ja, the builder has died of starvation, also da steht dann an, was die gestorben sind, zum Beispiel. Dann hast du halt das nächste Fenster, wo du eine Map hast, nochmal. So eine kleine Minimap. Braucht man aber. Ja, ich nicht. Dann hast du halt das Jobvergabesender. Und dann halt nochmal deine Limits an Produktion. Meinetwegen, du willst jetzt nur maximal 300 Lux oder 200 Steine, 200 Eisen. Kannst du halt das selber einstellen, wie viel du da lagern willst, maximal. Hm. Ja, klar. Ist ja irgendwie logisch.
Dann kannst du halt nochmal die Prioritäten und sowas einstellen. Ja. In dem Knopf. Ja, so richtig. Ich meine, sag mal so, ist ja gut so, dass du zumindest sagen kannst, okay, pass auf. Ich hoffe, jetzt hast du mal ein kleineres Dorf. Kann damit erst einmal strukturell mich besser aufstellen. Und dann hast du halt noch ein Hellfenster, ne? Ja. Also in-game kannst du so ein Fragezeichen, da hast du wie so Untermenüs, Buildings and Construction, da kannst du dir alles nachlesen, wie was von was braucht und nochmal in Englisch. Wie so ein kleines Wiki in-game, aber braucht man also gar nicht erst rausgehen. Das ist ganz praktisch, aber ich habe das jetzt noch nicht benutzt. Ich guck gerade mal da rein, aber ich finde das eigentlich lieber irgendwie gerne selber raus, ohne so einen Quatsch nachzulesen. Also außer ich komme überhaupt nicht weiter, ne? Und wie gesagt, anscheinend bauen die Felder wirklich nur an zu der jeweilig passenden Jahreszeit. Also automatisch. Ja, ja. Also zum Beispiel jetzt hier. Das Ernte, was weiß ich, was die hier macht, aber irgendwie jetzt wirklich merken, dass die hier Kürbisse anpflanzt, sehe ich nicht. Genau, und du kannst die aber auch vorher ernten, ne? Harvest heißt es ja dann. Du musst die nicht voll laufen lassen. Erst. Wenn du jetzt mal Nahrungsmangel hast und denkst, scheiße, das ist halb voll das Feld, ich brauche jetzt unbedingt die Nahrung, kannst du dann halt auf Harvest drücken und dann wird die automatisch abgeerntet schon. Mhm. Ja, das kannst du auch noch steuern. Genau. Sonst ist schon ein Ziel ganz geiles Spiel. So, ja, muss ich auch sagen, ist ja was für mich. Also guter Preis, ja genau, ist ja auch was für dich. Ist selbst für deinen Vater, glaube ich, sehr gut, was? Weil er kann ja auch einfach einen Pause-Button drücken, ne? Pause und dann trotzdem weiterbauen. Oder schneller oder langsamer machen. Ich habe zum Beispiel ehrlich gesagt kaum bis jetzt die Geschwindigkeit angehoben. Muss ich aber im späteren Verlauf dann bestimmt machen. Weil dann sonst passiert ja gar nichts. Zum Beispiel jetzt. Weil ich kann jetzt gerade nicht viel machen. Da muss ich das halt einfach mal höher drehen, ne? Weil das sonst, glaube ich, sehr langweilig für die Zuschauer, wenn dann gar nichts hier passiert. Oh, jetzt regnet es zum Beispiel. Aber ich drehe das dann zwischenzeitlich auch wieder runter. Naja, momentan geht halt hier nicht viel. Aber wie gesagt, sehr interessantes Spiel. Und du kannst deine Leute jetzt zum Beispiel, wenn du noch so hast, hier halt Laborer. Also Leute, die was abbauen. Also die machen halt die leichten Arbeiten, ne? Clearing areas and moving. Also bringen die produzierte Ware an den Ort, wo es hingebaut werden muss. Das machen die nämlich auch. Und dann kannst du zum Beispiel hier hinten im Menü Removal and Destruction Tools. Kannst du zum Beispiel Collect all stone in the select area. Also du kannst dann nochmal, wenn du hier Stein siehst, einfach diese Area anklicken. Also mit einem Feld und dann bauen die das extra ab. Wenn du meinetwegen gerade keins hast. Ne? Weil so ein Steinbruch ist fucking riesig. Das braucht scheiße viel Platz, Mann. Ohne Scheiß. Ich hab das schon mal. Und dann hast du halt ja die Eisendinger hier rumliegen und so, ne? Da kennt man eigentlich leicht was, ja, wenn man sich etwas auskennt. Das dunklere ist wegen Eisen und das andere runde ist halt Stein, ne? Dann kannst du da einfach die Fläche so anklicken, wie du es haben willst, und dann läuft einer von denen da hin und baut das ab. Das ist praktisch. Ne? Kannst du auch bei Holz machen. Ja. Jo. Ist ganz cool, aber wie gesagt, irgendwie die arbeiten gerade gar nicht auf den Feldern, die Affen. Dann kann ich die jetzt erstmal rausnehmen. Vielleicht habe ich das auch einfach zu spät angefangen. Ne, das, das bis nächste oben ist. Ja. Ich habe einfach einen Bug. Weil der Typ arbeitet hier an dem Feld, aber es wird mir nichts angezeigt. Fickte Scheiße hier. Fick die Scheiße! Ah, jetzt haben nämlich die ersten schon Kohldampf hier.
Und haben so ein Symbol dann über dem Haus, dass sie nichts zu essen haben, die Deppen. So ein Wortrottel, echt. Ja, René, oder? Mein Gott, dann frisst nicht so viel, verdammte Scheiße. So. Ja, Passage. Was? Ach, das war ja dieses Ding, ne? Na, das Problem ist an dieser Stadt hier, die liegt nicht gerade wirklich am Wasser. Das heißt, ich habe essentiell kein Fisch. Was sehr wichtig wäre, ne? Mhm. Ich habe aber auch keine Ahnung, wenn ich das jetzt hier sehr weit drüben baue, ob das dann wirklich noch zur Stadt geliefert wird. Ne? Also weißt schon, wegen den Umkreisen. Zwischenlager dann halt wieder einbauen. Das ist wahrscheinlich als ein Lagersystem funktioniert. Ich weiß das nicht. Also zumindest bei Siedler, das da immer sehr gut funktioniert. Dass immer weiter draußen an gewissen Punkten ein Lager gebaut und das war dann quasi ein Teleportlager, weil das dann auf jedes zugegreifbar war. Was ein bisschen Quatsch war, aber ja. Also in den späteren Teilen, am Anfang nicht. Am Anfang war es wirklich reine Handarbeit, da konntest du es nur dort als Lager nehmen, da musst du das wieder aus dem anderen schaffen, wieder weiter vorschaffen. Ja. Das ist halt das Problem, was ich gerade nicht weiß, ne? Aber ich versuch das jetzt einfach mal, ich baue jetzt einfach so ein Fishing-Dock hier mal hin. So, dann ziehe ich nämlich die Farmer jetzt ab, die Deppen. Weil das ist das Problem, dass ich hier noch nicht viel Nahrung habe in der Stadt. Das ist scheiße. Und dann werde ich jetzt erstmal die Farmer 2 abziehen und die als Bilder nehmen. Dass hier mal irgendwas vorangeht. Mist. Weil... Oh, scheiße, was ist das? Wieder verkackt. Was? Verkackt? Hm. Ich will doch gar nichts bauen, du Depp. Verdammt. Ja, und jetzt ist nämlich hier ein Farmer weg. Oh, der ist auch weg. Da geht ja eh nix. Das ist ein Rende. Oh, ich glaub, schützt bitte nicht. Jetzt ist gerade Winter. Toll. Nein, schwarz. Ist auch noch da? Nee. Ja, der ruft gerade an. Toll. Ja, jetzt sind meine Felder am Arsch. Ist ja auch normal, im Winter baut man ja eh nichts an. Brauche ich da auch keine Arbeiter. Nein, ich brauche diese scheiß Fischerhütte, ey. Nein. Ich muss erstmal die Priorität da reinsetzen. Und das andere, das Blacksmith, die Schmiede oder was das sein soll, erstmal beenden. Ja, wobei eigentlich gerade eine Schmiede wichtig ist. Ja, aber nicht jetzt in der Phase. Da brauchst du das ehrlich gesagt noch nicht. Wirklich. Sag ich jetzt mal. Oh ja, ich habe wirklich nichts zu essen. Hm. Das ist die erste Hungersnot. Naja, müssen die sich eben gegenseitig essen. Mein Gott. Sollen sie das spiel ich gerade. Hm. Also ein kannibalistischen Virus oder was? Naja. Ja, Zombie-Virus. Zombie, ja, na gut, das ist ja fast so. Also du fängst erst an und dann musst du den mal entwickeln, dass er ein Zombie war. Ja, na das, und das Problem ist, du hast ja nicht wie in anderen Spielen, dass du dauerhaft ihr Jagdwild rumlaufen hast. Das wird ja, klar, auch, du hast halt das vorgegeben, was du erreichst innerhalb gewissen Radius im Jäger, ist ja klar. Das auch, und aber es ist nicht immer welches da. Das kommt nämlich auch nur zu gewissen Jahreszeiten, ziehen die dann durch deine Länder hier gelaufen. Gut, klar, logisch. Ja, und dann brauche ich den Typ nämlich jetzt auch nicht, weil hier ist gerade keins im Umkreis. Das siehst du dann richtig geil, wie die rumlaufen. Und das ist schon, also ich finde es sehr schön gemacht. Es ist halt wirklich nicht so einfach. Naja, das glaube ich. Aber okay. Macht trotzdem Spaß. So, 4 haben wir jetzt von den Leuten. Muss unbedingt diese Kackfischerhütte fertig bekommen. So. Fuck. Nun ja, macht ja nix. Na, dann tun wir den wieder raus hier. Der kann einfach so leichte Trageaufgaben machen. Ja, Fisherman. Fisherman's friend. Nö, ach, es hat nur ein Haus gerade etwas Hunger. Toll, da sind auch noch 2 Studenten drin, also Schüler. Nicht dieses Haus.
Das sind meine gebildeten Leute, oder sollen es mal werden. Ja, und die baut hier also anscheinend kann es auch sein, dass diverse Ernten einfach nicht funktionieren, ne? Weil ich habe hier Birnen angebaut, aber das ganze Jahr, aber ich habe irgendwie nie welche rausgehabt. Jetzt sind die Bäume halt... Naja, jetzt ist Winter. Die Bäume sind irgendwie am Arsch. Entweder müssen die Bäume auch erstmal wirklich wachsen, eh die dann was tragen, also lasse ich die einfach dran, bis die das nächste Jahr blühen. Oder auch, ne, das weiß ich eben nicht. Bist du noch da? Hallo? Oh, Sascha ist anscheinend gerade nicht da. Dann können wir mal eine Runde speichern. Klauen war das. Ihr seht hier noch ein paar andere Spielstände. So. Herbalist. Und ja. Schöne Landschaft. Ja, ich glaube, die brauchen jetzt ewig, wa? Oh, 1%. Wahnsinn. Ja, warum machen die das nicht? Weißt du, ich verstehe das nicht. Achso. Das ist ja hier. Ja. So, ich habe jetzt hier 4. Und dann gehen 2 dahin, ne? Gut, lassen wir das so. Ach, die bringen gerade alle Sachen. Was ist das denn? Bilder. Gut. Oh, 21%. Na, das ging aber schnell dann. Haben wir überhaupt noch Steine oder sowas? Hier war doch gerade ein Log-Eintrag. Logs. Logs is low. Naja, gut, das macht jetzt nichts. Brauchen auf jeden Fall jemand, der Steine abbaut. Uiuiui, jetzt haben sie auch wirklich viel Hunger. Na gut, dann ziehe ich die jetzt einfach noch von ihrem Farmer-Job ab. Plupp, und mach einfach noch, dass die Stein abbaut. Collect Stone. Da ist er wieder, der Juri. Jo. So, du warst wohl kurz AAFK. Hm, hast mir ja die zu. Das stimmt. So, na gut, die Fischerhütte wird langsam. Da muss jetzt mal einer Steine hier abbauen. Aber zack, zack! Naja, hier ist was los, du. Der Hunger breitet sich immer mehr aus. Das habe ich natürlich gar nicht gedacht. Nun ja, müssen die eben Kräuter essen. Aber im Winter sieht schlecht aus, ne? Immer nöd. Genau. Not. In der Not. So. Kacke, ey. Hoffentlich kriegen die bald was zu essen, die Deppen. Da stehen doch noch Körbe rum, ja, warte. Falls sie sich das mal holen würden, dann würde das auch gehen. Naja, ich mache jetzt erstmal etwas schneller hier. So, wie gesagt, Chris wollte eigentlich irgendwie auch nachher mal, weil wir dann eigentlich trainieren gehen wollten. Mhm. Aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesichtet. So. Machen wir hier mal etwas schneller. Oh, jetzt haben wir beide
Hunger und so ein Frostsymbol drüber. Das heißt, die frieren sich also auch noch einen Arsch ab. Klasse. Naja. Warum? Ich weiß nicht, manchmal bauen die das einfach nicht weiter. Ich verstehe das manchmal. Also manchmal verstehe ich das, wie gesagt, noch nicht so viel. Aber macht ja nichts. Ja, ja. Geht bestimmt diesen Winter ein paar drauf. Boah. Aber das war ja früher allgemein so, dass der Winter immer die gefürchtete und harte Jahreszeit war, ne? Ja. Da war es halt noch nicht so wie jetzt. So, ich geh nach Hause, da ist eine Heizung, ich mach den Kühlschrank auf und essen. Na, war ja so, ne? Früher gab's das. Das ist schön, schön formuliert, ja. Heute musst du ja nichts mehr machen. Also, naja. Oh, jetzt ist jemand gestorben. Toll, das Kind. Klasse. Nein! Tu es nicht! Aber es war nur ein Kind. Es war kein Schüler. Na, es ist ein Schüler, ist weniger Essen, was verbraucht wird. So muss man das auch sehen. Kann man so sehen, ja. Die sollen doch einfach mal diese Kackfischerhütte weiterbauen. Aber ich glaube, die haben keinen Stein, die Deppen. Obwohl, hier ist doch an die Iron, haben die. Ach, Mann. Ohne einen richtigen Diktator läuft hier nichts. Ich sehe das schon. Eindeutig. So, Level. Ich brauche Steine, also baut für mich Steine an. So, diese ganzen Steine, weg damit. So, drehen wir mal die Zeit etwas vor. Mal sehen, wie sie diesen Winter noch einen Abgang machen. Oh, klopf, klopf, klopf. Aha, jetzt machen das auf einmal so viele. Ja. Ich habe eigentlich nur zwei Leute damit beauftragt, ne? So niedere Arbeiten zu machen. Wie viele rennen hin? 5. Nee. Was? 5? Oh, der nächste ist gestorben. Klar, einer von meinen Bauleuten ist gestorben. Toll. Was? Er ist nur verhungert, das passiert. Scheiße, der Winter wird nicht so gut. Aber nächsten Winter wird alles besser. Oh, jetzt sind die nächsten drei tot. Das ging aber schnell. Mein Gott. So ein paar Juris. Reicht euch mal zusammen. Genau. Wenn ich wüsste, wo der Stein immer hingebracht wird. Brauchen die hier Stein oder was? Ich verstehe das nicht, du. So was denn? Du, wo schaffst du es denn hin? Ja, das frage ich mich ja gerade. Achso. Na, ich lasse die hier Steine abbauen und was machen die damit? Keine Ahnung. Essen. Anscheinend. So, diese scheiß Map, jedes Mal drücke ich da drauf. Oh ja, also das Kind ist gestorben. Der Muhammad ist tot. Naja. Muhammad war immerhin Student, also Schüler. Schade. Naja. Das kann passieren. Ne? Tja. Kann man nicht reinstecken. Ist so wenigstens bei Allah oder so. Keine Ahnung, wie der hinkommt. Auf jeden Fall ist er tot. So, und hier haben nur noch zwei Studenten. Gut, der Lehrer freut sich, weniger zu tun, ne? Ja. Aber wie gesagt, die machen einfach manchmal, bauen die nicht weiter, die Deppen. Das nervt mich. Ich habe 4 Bilder, 4 von 4 brauche ich. So. Aber. Ja, die könnten ja einfach das Ding da vorne weiterbauen. Das wird's einfach.
Anscheinend machen sie das nicht. Das geht mir ja die ganze Zeit schon so bei. Ja, die waren sich denken, wenn ich nicht meiste Fressen kriege, muss ich dann arbeiten. Aber anscheinend, wenn die hier verhungert sind, können die nimmer viel tragen. Sieht das nämlich gerade aus. Ha! Neue Jahreszeit, der scheiß Winter ist vorbei. Noch jemand ist gestorben. Naja. Er hat's fast geschafft. Und dann können wir jetzt ja die Felder wenigstens anbauen, weißt du? Du musst da. Weil sonst ist das nächsten Winter dieselbe Scheiße. Mhm. Aber das können wir nicht zulassen. Denn wir sind ja ein guter Diktator. Ja. Weißt? Keine Ahnung. Hm, mag schon. So, was bauen wir an? Pumpkin Walk. Meine Fresse. Ja. Ich brauche jetzt zwei von den Deppen. Ach ja, wenn das ja an ist. So, bauen wir hier an dem Obstding weiter. Ah, jetzt kann ich das ernten. Aha. Ist klar. Ich brauche aber noch einen. Aber ich habe niemanden mehr. Ich kann momentan nicht wirklich jemanden abziehen von woanders. Aber ich muss halt auch diese Fischerhütte fertig bekommen, ne? Ein Teufelskreis. Hm. Ist echt deprimierend. Ah ja, hier arbeitet jetzt niemand, aber hier theoretisch am Getreide. Macht die Schlampe das jetzt einmal? Mein Gott, früher waren die Frauen auch mal zu mehr zu gebrauchen. Mann, Mann, Mann. Ah, hier, naja, hier, die Männer müssen es wieder machen. Schon wieder jemand gestorben, der Woodcutter. Toll, sterben hier wieder Fliegen? Naja, wenn ich mal mehr so ein Holzbearbeiter. Oh, 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 liebe, liebe Leute. Geht hier diese Stadt Blauen unter? Ist sie dem Tode geweiht? Oder können wir das Ruder nochmal rumreißen? Das alles und viel mehr seht ihr in der nächsten Folge Bennicht. Euer Mr. Chaosianer und Sash aka Gifthod. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Chosen.